So, Kinders, wie lange haben wir jetzt gewartet? 1,5 Stunden. Ob es besser wird, ist es natürlich nicht besser geworden. Da muss ich nur den schmoren, Eibocker. Dann lassen wir heute mal einen Großteil des Schotters aus und fahren nur das Nötigste bis zur Unterkunft. Aufgrund des Wetters und wenn es so regnet und wenn es so Arsch ist, dann siehst du eh nichts, wenn du oben bist. Von dem her heute nur ein kleiner Part Schotter. Und dann schauen wir mal, wie morgen das Wetter wird. Weil morgen sagt er gerade wie Chorregen. Hörst du gerade auf? Ja. Ist das für YouTube? Ja. Komm ich jetzt ins Fernsehen? Fast. Ich will ins Fernsehen. Ist das da? Ist das auch alles im Kasten hier? Das ist im Kasten. Vielleicht nicht wasserdicht. Aber das geht schon. Auf alle Fälle haben wir dann 3 Passagen auslassen aufgrund des Wetters. Und dann werden wir nur mal herkommen müssen. Hey. Aber was willst du machen? So, jetzt fahren wir erst einmal. So, dann auf geht's. Solange die GoPro nicht hebt, hilft ja nichts. Nass werden wir so oder so. Genau, wir haben jetzt auf dem Weg zu einer Alm, wo wir letztes Jahr, glaube ich, waren oder vor 2 Jahren. Und dann geht's über Nassfeld wieder zurück nach Italien zur Nachtunterkunft. Und von da aus geht's dann Richtung Slowenien um. Aber jetzt fahren wir erst einmal ein bisschen Passstraßen, ein bisschen Onroad, ein bisschen Strecke machen. Und dann geht's weiter mit Offroad. Damn, son! Damn, son! Schaut schon cool aus! Passo di Lanza! Auf wieder! Geht das? Das geht! So, liebe Leute! Geradeaus geht's weiter Lanzenpass und links nach Österreich, wo wir fahren werden. Und jetzt geht der lustige Part los. Erst einmal ein bisschen rutschige Steinpassage. Und da oben kommt dann Schotter. Ah, sieh an. So, einmal Ausschotter, richtige Spur. Unten auf. Oh! Eieieiei. Ich fahre jetzt erstmal weiter, weil hier bin ich das letzte Mal stehen geblieben. Ja, auf die Steine aufpassen. Oi, da ist es rutschig. Und weiter. Uiuiuiui. Sind wir hier schon wieder oben. Ah, herrlich. Ich mache hier aber noch mein ABS aus, dann lasse ich die anderen einmal vorfahren. Hey, ist das nicht stark? Ist das nicht stark? Gefällt mir schon richtig gut. This is very beautiful. Oh, meine Finger, hä? Heppala. I can't feel my fingers. Schau sag mal die Mondlandschaft da oben. Gefällt mir richtig gut. Joink. So, und auf der Strecke können wir zu einer Hütte hin. Ich weiß aber nicht, ob das irgendwie ein Alm ist, wo man was essen kann, oder ob das eine Unterkunft ist oder was das genau ist. Aber das ist eine Stichstraße.
Das geht dann alles wieder zurück. Der Weg. Ah, da schau her. So, Oma, ich grüß Gott. Vor lauter Schauen aus der Spurkämmer. Boah, die Landschaft heute gibt mir irgendwie Island-Vibes. Hätte ich auch mal mega Bock. Genau, da werden wir wahrscheinlich umdrehen. Gleicher Weg zurück. Und dann geht's wieder runter. Wieder einmal retour. So, Friends. Am zu lange gekommen. Die Straße fahren wir dann wieder zurück. Ist eine Stichstraße. Da wird wahrscheinlich Ende sein. Zumindest klar, wie das die da endet. Hey, ich schau mal zur Kurve vor. Wie weit das da in der Obi geht. Bin ich am überlegen, vielleicht mit der Sony mal ein paar Bilder zu machen. Also mit meiner. Dann könnt ihr ja da runterfahren und ich kann dabei ein paar Bilder machen. Also mit dem großen Objektiv. Hätte ich Bock. Na, ich schau mal, Fähre. Gut, anscheinend geht es da nur ein paar hundert Meter Obi. Aber ich darf ganz gerne nur ein paar Bilder machen. Da geht es noch bis zur Obi. Ja. So, Leute. Long story short. Die anderen, die fahren jetzt nur der Straße bis zur weiter Obi. Ich bleib da, weil ich im Juni bin ich nur mal da. Und dann werde ich das ein bisschen schwader vorne mal. Aber jetzt möchte ich nur ein paar Bilder machen und von Erna ein paar Bilder machen. Und deswegen bleibe ich da. Auf alle Fälle, das ist nicht das letzte Mal, dass ich da bin. So, Bideln haben wir gerade ein bisschen was gemacht, aber leider nie so viel Zeit gehabt wegen dem Regen. Jetzt fahren wir zurück. So, Friends, jetzt geht's zurück. On-Road, großer Kunst, den selben Weg, den fahren wir jetzt wieder retour. Bideln habe ich leider nicht so viel machen können wegen dem Regen, aber naja. Ja, nur mal da heuer. GoPro ist auch wieder abgepackt, von dem her. Super. Später. Hey, aller Wahnsinn, hey. Da hinten kommt der blaue Himmel, GoPro läuft da wieder. Es ist. Wetter und Technik. So, geht's jetzt wieder? Ja oder nein, man weiß es nicht. Kurze Ansage, kurzes Update. Stindel fahren wir jetzt nur übers Nassfeld in die neue Bude. Dann war's das mit dem dritten Tag. Und dann sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Abo nicht vergessen, Glocke und Like, ihr wisst das.